Neurofeedback ist eine Trainingsmethode zur Selbstregulation des Gehirns. Bei einer Reihe von psychisch bedingten Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Depression oder ADHS, ist die positive Wirkung des Neurofeedbacks bereits seit Jahren in Wissenschaft und Praxis nachgewiesen. Aber auch im Leistungssport, der Musik oder im Spitzenmanagement wird Neurofeedback vermehrt als natürliche Methode zur Konzentrationssteigerung und Stressbewältigung eingesetzt. Am Anfang jeder Sitzung bekommt der Trainierende eine Elektrodenkappe aufgesetzt. Über diese wird ein EEG erstellt. So kann die Gehirnaktivität während des Trainings durchgehend gemessen und abgeglichen werden. Vor der ersten Trainingsstunde wird ein quantitatives EEG, kurz qEEG, erstellt. Hierzu wird eine Kappe mit 22 Elektroden angebracht. Durch eine medizinische Salzpaste wird ein guter Kontakt hergestellt. Die Messung ist schmerzfrei, da die Elektroden nur eine Messfunktion besitzen. Jetzt wird innerhalb von 5 bis 10 Minuten eine Art Fingerabdruck des Gehirns genommen. Es wird genau gemessen, an welchen Stellen im Gehirn welche Aktivitäten wie stark vorhanden sind. Die Ergebnisse werden nun mit medizinischen Datenbanken abgeglichen. Dabei wird deutlich, welche Aktivitäten im Vergleich zu einer Person gleichen Geschlechts und Alters jeweils stärker oder geringer ausgeprägt sind. So werden Störherde und Disbalancen sichtbar. Darauf basierend wird ein individuelles Trainingsprotokoll erstellt. Es bedeutet aber nicht, dass jeder Trainierende am Ende die gleiche durchschnittliche Aktivität haben soll. Während des Trainings bleibt die Person an die Elektroden angeschlossen und schaut beispielsweise einen Film an. Dabei ändert sich die Größe des Bildes und gleichzeitig auch die Lautstärke. Dies hängt davon ab, ob im Gehirn gerade mehr oder weniger einer bestimmten Aktivität vorhanden ist. Bestimmt wird dies durch Über- oder Unterschreiten der Linie. Wird das Bild des Films nun kleiner, ist zu wenig einer bestimmten Aktivität vorhanden. Steigert das Gehirn diese Aktivität dagegen, wird der Film wieder größer und hörbar. Es wird also belohnt und dadurch motiviert, diese Aktivität zu erhöhen und häufiger zu zeigen. Dieser Vorgang findet hauptsächlich unbewusst statt. Das Gehirn versucht herauszufinden, in welchem Zustand das Bild größer wird. Dieser Mechanismus funktioniert auch mit Spielen, die auf Gehirnaktivitäten reagieren. Hier zum Beispiel soll der Trainierende einen Mönch nach oben schweben lassen. Auch in diesem Beispiel ist das Feedback zusätzlich an der Lautstärke der Hintergrundmusik gekoppelt. Die Trainingsparameter eines Trainings werden permanent überwacht und vom Therapeuten gegebenenfalls individuell eingestellt. So ist das Training zu keinem Zeitpunkt zu leicht oder zu schwer. Dies wird durch Anpassen der Schwelle eingestellt, hier zu sehen an der Verschiebung der horizontalen Linie. Erste spürbare Effekte des Neurofeedbacks treten bereits nach 5 bis 7 Trainings auf. Bei einer Therapie sollte man mit 15 bis 20 Sitzungen rechnen und ein- bis zweimal die Woche trainieren.